Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de. Wir sind immer noch in Johannes 8 und wir haben heute wieder ein paar interessante Worte von Jesus, die er in diesem Gespräch mit den Pharisäern dort geäußert hat. Und ein paar Dinge, die wir heute anschauen wollen, die uns wirklich, glaube ich, auch praktisch im Glaubensalltag helfen werden. Wir wollen wie immer mit einem Gebet starten und wem es möglich ist, lade ich ein, dazu wieder zu knien. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir das Evangelium haben. Danke, dass wir Jesus haben und dass wir so viel von ihm lernen können. Wir möchten dich bitten, dass wir jetzt dass unsere Herzen aufmachst, unsere Ohren, unseren Verstand, dass wir verstehen, was die Worte von Jesus für uns persönlich bedeuten, dass er unser Lehrer wird, dass wir ihm folgen. Wir möchten dich bitten, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst und dass du uns persönliche Erweckung schenkst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Johannes, Kapitel 8. Letztes Mal haben wir gesehen, dass Jesus die Juden erneut angesprochen hat, also die Obersten der Juden, nicht wahr? Und gesagt hat, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht kommen. Ja, dass er fortgehen wird, hat er gesagt. Und wir haben gesehen, wie die das falsch verstanden haben, ja, und so zynisch geantwortet haben. Und Jesus hat ihnen dann deutlich gemacht, dass er von Gott kommt und dass sie weltlich sind. Ja, wir haben diesen deutlichen Kontrast gesehen. Er ist von oben, sie sind von unten. Und dann sagt er ihnen ja ganz deutlich, mehrfach, dass sie, wenn sie ihn nicht annehmen, werden sie in ihren Sünden sterben. Ja? Es geht ja immer noch darum, dass Jesus der Ehebrecherin vergeben hat und erklärt, warum er das kann, weil er nämlich Gott ist. Das hat er so noch nicht deutlich ausgesprochen, er hat es schon mehrfach angedeutet. Und er sagt ihm, wenn ihr mich nicht annehmt, wenn ihr diese Erlösung, die ich bringe, nicht für euch in Anspruch nehmt, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Und dann stellen sie diese interessante Frage, wer bist du? Und Jesus sagt dann zuerst das, was ich euch eben gesagt habe, nicht wahr? Wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, hat er schon angedeutet, wieder angedeutet, dass er Gott ist. Und dann haben wir gesehen, dass er ihnen sagt, ich könnte noch vieles über euch sagen, ich könnte euch richten. Ich weiß alles, was ihr gemacht und gesagt habt, aber dazu bin ich nicht gekommen. Ich bin nicht gekommen, um euch zu richten, sondern der Vater hat mich nicht gesandt, um zu richten, sondern um zu retten. Ja? Sie wollten, dass er die Frau richtet, aber Jesus kam, um sie zu retten. Und deswegen sagt er, ich weiß genau, was ihr vorhabt und was ihr denkt, aber ich bin nicht dazu da. Ich will euch jetzt nicht richten, ich will retten. Und denn dazu hat mich der Vater gesandt. Und dann haben wir in Vers 27 aufgehört, dass Jesus gesagt hat, oder dass es hier heißt, von Johannes, sie verstanden aber nicht, dass er vom Vater zu ihnen redete. Ja, also dieses Unverständnis war das Letzte, was wir gesehen haben. Sie verstehen nicht, dass Jesus von Gott, dem Vater, spricht und von dessen Auftrag. Vers 28, da machen wir weiter. In Johannes 8, Vers 28. Wer mag diesen Vers einmal lesen? Vers 28. Darum sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Genau. Warum heißt es also hier, darum redete Jesus zu ihnen? Wenn ein Satz mit darum beginnt, worauf muss man dann achten? Auf das, was vorher war. Und was stand davor in Vers 27? Sie verstanden es nicht. Also redet Jesus wieder zu ihnen, um ihnen etwas zu erklären. Ja? Darum, weil sie es noch nicht begriffen haben. Und das ist auch so schön, nicht wahr? Passiert es euch auch mal, dass ihr etwas nicht genau versteht? Oder auch vielleicht gar nicht versteht, weil ihr euch gerade verrannt habt gedanklich? Jesus lässt uns nicht einfach so links liegen. Er erklärt es immer und immer wieder. Mit verschiedenen Bildern, mit verschiedenen Worten. Darum redete er wieder zu ihnen. Und es ist interessant, was er sagt, oder? Er sagt nämlich, wenn ihr den Sohn des Menschen was habt? Den Sohn des Menschen erhöht habt. Was meint denn das? Den Sohn des Menschen erhöht.
Gibt's? Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber da, wenn am Kreuz, wenn er, dann wird er alle Menschen zu sich ziehen. Wenn er das kommt später wird. In Johannes 12, nicht wahr? Wenn ich erhöht bin. Und es kam schon mal in Johannes, und zwar früher. Jesus hat schon mal mit einem Menschen gesprochen, und als er mit ihm gesprochen hat, erwähnt, dass der Menschensohn erhöht werden soll. Wisst ihr, wem Jesus das gesagt hat? Ganz genau. Da sagt er nämlich, so wie Mose die Schlange in der Wüste, können wir lesen in Johannes 3, Vers 14. In Johannes 3 und dort Vers 14, ihr wisst ja, Nikodemus kam zu Jesus bei Nacht. Übrigens, was für einen Beruf hatte Nikodemus oder was für eine Position hatte er? Er war einer von den Obersten hier, einer von der Gruppe, die jetzt mit Jesus hier redet. Ja? Und wie Mose, also er gehörte zumindest zu dieser sozialen Gruppe. Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Das ist genau die gleiche Formulierung, der Sohn des Menschen erhöht werden. Ja? Und Jesus hat ja ganz deutlich, also ich meine, die Schlange, wie war das mit der Schlange in der Wüste? Wozu sollte die erhöht werden? Damit keiner stirbt, die mussten die Schlange anschauen. Genau, damit keiner stirbt. Und warum wären sie sonst gestorben, wenn sie die Schlange nicht angeschaut hätten? An den Schlangenbissen. Sie waren von den Schlangen gebissen worden. Und das war ein Symbol für die Sünde. Ja? Denn sie hatten gemurrt. Sie hatten gesagt, wir wollen nicht mehr das Manna essen. Ja? Ekelt uns an. Sie haben gemurrt und dann hat Gott die Schlangen zugelassen. Sie wurden gebissen. Das war ein Bild für die Sünde, ja? Von der Schlange gebissen. Und dann gab es nur eine Rettung. Sie mussten auf eine, Mose sollte seine Schlange erhöhen. Und wer wurde gerettet? Jeder, der dorthin schaute, wurde gerettet. Und so wurde Jesus am Kreuz von Golgatha erhöht. Warum war da eine Schlange an diesem bronzenen, also eine bronzene Schlange an dieser Standarte? Weil da die Sünde. Genau, die Menschen waren von der Sünde gebissen und sollten verstehen, dass jemand anderes ihre Sünde getragen hat, für ihre Sünde sterben wird. Jesus hat am Kreuz, obwohl er der Sohn des Menschen ist, und ihr wisst ja, der Sohn des Menschen, woher kommt der Begriff? Was haben die Juden eigentlich unter Sohn des Menschen verstanden? Was heißt Sohn des Menschen erstmal? Also ganz normal erstmal, der Sohn des Menschen ist ein Mensch, ne? Ein Mensch, genau, ein Mensch. Aber der kommt aus einem berühmten Kapitel, wo der Sohn des Menschen ganz, ganz spektakulär in den Himmel, auf den Wolken des Himmels zum Vater kommt. Haben wir gerade im Offenbarungsseminar studiert. In Daniel, Kapitel 7. Und was wird da mit dem Sohn des Menschen gemacht? Der bekommt was? Der bekommt Ehre und Herrschaft und Macht über alle. Der wird zum Weltherrscher für alle Zeiten ernannt. Er wird erhöht. Ja, und zwar in dem Sinne, wie wir erhöhen verstehen. Ja? Er wird erhöht. Aber hier zeigt sich, dass seine Erhöhung am Ende der Zeit darauf basiert, dass er für alle Menschen gestorben ist. Ja, die Juden waren alle ganz, ganz, ganz wild auf diesen Messias, der die Welt erobert. Ja? Sie haben nicht verstanden, wie. Sie haben nicht verstanden, dass der Feind nicht die Römer sind, sondern der Feind die Sünde ist, die am Kreuz von Golgatha besiegen würde. Er würde erhöht werden. Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht habt, denn er sagt das sogar, wer wird ihn umbringen? Was haben diese Pharisäer, die mit ihm sprechen, was haben die geplant? Haben wir schon letztes Mal gesehen. Sie planen seinen Tod, oder? Und Jesus weiß das, er deutet es wieder an und zeigt ihnen, was er über sie weiß. Er hat ihnen ja schon Johannes 7 gesagt, ihr wollt mich töten. Ihr plant mich zu töten. Wenn ihr mich erhöht habt, dann werdet ihr etwas erkennen. Und zwar, was werden sie erkennen? Übrigens, also, war Nikodemus zu dem Zeitpunkt, als Jesus hier in Johannes 8 mit den Menschen, mit diesen Obersten spricht, war Nikodemus zu dem Zeitpunkt auch in Jerusalem? Schaut mal in Johannes zurück, in Johannes 7. In Johannes 7, das ist ja die gleiche Zeit, ja, Johannes 7, Johannes 8. Sind innerhalb von wenigen Tagen passiert. In Johannes 7, da haben wir in Vers 50, Johannes 7, Vers 50, dort steht,
Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und einer der ihren war, richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut. Also vor langer Zeit, am Anfang seines Dienstes, hatte Jesus diese Worte, wahrscheinlich also knapp 2,5 Jahre, stimmt das? Halbes Jahr, anderthalb, ja. Ungefähr 2,5 Jahre bevor das hier passiert ist, in Johannes 8, hat Jesus mit Nikodemus gesprochen und gesagt, der Sohn des Menschen wird erhöht. Jetzt, ein halbes Jahr vor der Kreuzigung, sagt er zu den anderen Pharisäern, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht habt. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass einige dieser Pharisäer dann später unter sich beraten haben. Was hat denn der Jesus da gesagt? Ja, der Sohn des Menschen erhöht werden. Das wird auch Nikodemus mitbekommen haben. Und Nikodemus wird gesagt haben, Moment mal, Sohn des Menschen erhöht. Das hat Jesus doch vor 2 Jahren gesagt. Das war ungefähr 2 Jahre, ja, 2,5 Jahre her. Vor 2,5 Jahren hat Jesus das schon mal gesagt. Und das sind so, da hat man so das Gefühl, als ob Jesus auch bewusst Worte sagt, obwohl der Nikodemus vielleicht gar nicht mal jetzt direkt mit ihm diskutiert hat, dass er so indirekt ihn wieder beeinflussen kann oder zu ihm ziehen kann. Genau, schaut nochmal in Johannes 8 jetzt. In Johannes 8, Vers 28. Da heißt es ja, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben wird, das ist ja das, was in Johannes 3 steht, nicht wahr? Haben wir gesehen, wo es dann heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Schaut mal, was hier steht in Johannes 8, Vers 28. Darum sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr, was ist das nächste Wort? Dann werdet ihr erkennen. Dieses Wort erkennen in Vers 28 ist dasselbe Wort im Griechischen wie in Vers 27 verstanden. Das heißt es, nämlich sie verstanden, aber in Vers 27, sie verstanden, aber nicht. Genau, also in Vers 27 heißt es, sie begreifen es nicht. In Vers 28 sagt Jesus, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht habt, dann werdet ihr begreifen, dann werdet ihr es verstehen. Das Kreuz von Golgatha öffnet unsere Augen, wenn wir sehen, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, dann verstehe ich auch die Dinge, die ich verstehen muss. Und in der Tat, haben sich nach der Kreuzigung Jesu viele Menschen bekehrt? Eine ganze Menge. Auch viele von den Priestern, sagt die Apostelgeschichte. Viele haben sich bekehrt. Andere haben dann sich nicht bekehrt, aber trotzdem, wie war das mit den Menschen, die sich nicht bekehrt haben von den Pharisäern? Haben die verstanden, dass Jesus, wer Jesus ist? Schaut mal in Matthäus 28. In Matthäus, nicht 28, das stimmt nicht. Matthäus, ach warte, bevor wir das, ganz kurz, gehen wir sofort hin. Wir müssen erst noch mal den Punkt hier machen. Sorry, ich bin schneller gewesen, als ich wollte. Was sollen sie denn erkennen? Das heißt ja, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, und zwar was? In Johannes 8, Vers 28, sorry, ich war zu schnell. In Johannes 8, Vers 28, dann werdet ihr erkennen, dass ich, genau, und hier ist wieder das Gleiche wie in Vers 24 war das, glaube ich. Das S steht eigentlich nicht da. Das steht nämlich eigentlich, dann werdet ihr erkennen, dass ich bin. Da haben wir es schon wieder. Könnt ihr euch letzte Woche erinnern, dass wir gesehen haben, dass er immer wieder im Laufe von Johannes 7 und Johannes 8 dieses Ich bin ein Wort, ja, wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen, dann ich bin das Licht der Welt, dann wer glaubt, dass ich bin, jetzt sagt ihr, ihr werdet erkennen, dass ich bin, ja, und immer noch raffen sie es nicht und dann am Ende von Johannes 8 sagt er später, ehe Abraham war, bin ich und dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen, er meint die ganze Zeit, dass er Gott ist. Ja, das ist eigentlich, wo das hinführt. Aber es ist immer wieder, er will deutlich machen, dass er Gott ist. Ich bin. Und er zeigt hier sozusagen, und das ist interessant, wenn ihr mich erhöht haben werdet, also den Sohn des Menschen, werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Die eine Gruppe hat gesehen, Jesus ist der von Gott gesandte Erretter. Er ist Gott. Er ist von den Toten auferstanden, denn die Auferstehung von den Toten beweist dann nämlich, dass er
Gottes Sohn ist. Und sie glauben an ihn. Wie ist das mit den Menschen, die ihn gekreuzigt haben, aber nicht an ihn geglaubt haben und sich nicht bekehrt haben? Haben die gewusst, dass er Gottes Sohn ist? Schaut mal mit mir jetzt an Matthäus. In Matthäus 21. In Matthäus 21. Und dort, da gibt es dieses Gleichnis ab Vers 33 von dem Hausherrn und den Weingärtnern. Ja, vielleicht kennt ihr das. Wo dann der Hausherr die Knechte schickt, die von den Weingärtnern alle umgebracht werden. Ein Bild für die Propheten, die umgebracht werden. Und dann steht in Vers 37, Matthäus 21, Vers 37, zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe. Haben die gewusst, dass er der Sohn ist, ja oder nein? Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Hier deutet Jesus an, dass es Menschen gab, die dann später, die nicht an ihn geglaubt haben, aber die verstanden haben, er ist der von Gott gesandte Messias und ihn trotzdem umgebracht haben. Das heißt, wenn Jesus sagt, ihr werdet erkennen, dass ich es bin oder dass ich bin, sagt er damit nicht unbedingt, dass alle sich bekehren werden, aber er sagt, das Kreuz von Golgatha wird alle Fragen beseitigen. Jeder wird eine Entscheidung fällen. Manche werden ihn lieben und manche werden ihn hassen. Aber alle werden wissen, wer er ist. Und so ist auch am Ende der Zeit. Wenn Jesus nach den 1000 Jahren, dann, wenn sich einmal der gesamte Erlösungsplan gezeigt wird, werden alle Menschen wissen, Jesus ist Gott, er ist Herr. Er ist der Erlöser der Menschheit, er ist der Schöpfer, er verdient es, angebetet zu werden, er ist rechtmäßiger Herrscher im Universum mit dem Vater. Dann werden immer noch einige ihn lieben, ja, die in der Stadt sind, und einige werden ihn immer noch hassen und werden dann gegen ihn weiter rebellieren, aber sie werden alle erkennen, dass er Gott ist. Ja? Die Bibel sagt in Philipper, dass sich jedes Knie beugen wird, oder? Alle Zungen werden bekennen. Selbst der Satan wird zugeben, er wird erkennen, alles, was ich mir überlegt habe, dass Jesus da zu Recht erhöht wird und ich werde da beiseite gesetzt, ist alles falsch gewesen. Alle sozusagen inhaltlichen Fragen werden alle geklärt durch das Kreuz von Golgatha. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in jedem Thema, das wir studieren, in jeder Bibelstunde, in jeder Predigt, das Kreuz von Golgatha nicht außer Acht lassen. Ja, Ellen White spricht von Predigten, wo man einfach nur Theorien abhandelt und das Kreuz von Golgatha überhaupt gar nicht vorkommt oder Jesus mit seiner Liebe. Sie sagt dann, das sind so diese Opfer von Kain, ohne Blut. Ja. Man hat da was gebracht, aber es hat das Entscheidende fehlt, das, was alles andere erklärt. Durch das Kreuz von Golgatha kann man den Sabbat besser verstehen. Durch das Kreuz von Golgatha kann man die Lehre von Gott besser verstehen. Man kann die Lehre vom Heiligtum besser verstehen. Man kann den Zustand der Toten verstehen. Man kann die Wiederkunft besser verstehen. Alles wird deutlich durch das Kreuz von Golgatha. Jesus sagt, wenn ihr mich, den Sohn des Menschen, erhöht habt, werdet ihr erkennen, dass ich bin. Dann wird offenbar werden, wer ihn liebt und wer ihn hasst. Aber jede Unklarheit, die jetzt hier zum Teil bei dir noch besteht, dass sie nicht verstehen, was er sagt, wird beseitigt. Und deswegen ist das Kreuz von Golgatha der zentrale Moment im Erlösungsplan. Ja, wenn du den Sabbat jemandem erklärst ohne das Kreuz von Golgatha, dann könnte er denken, dass es Gott wichtig ist, dass man einfach nur den richtigen Tag findet und einfach aufhört zu arbeiten. Weißt du, was ich meine? Aber der Sabbat ist ein Gedenktag an die Schöpfung und an die Neuschöpfung, die durch das Kreuz von Golgatha möglich ist. Ja? Jesus hat am Kreuz von Golgatha den Sabbat gehalten. Er hat am Freitag für unsere Erlösung gewirkt, am Sonntag ist er auferstanden, den Sabbat gehalten. Ja? Dadurch bekommt der Sabbat eine ganz andere Tiefe, ein anderes Licht. Es ist nicht einfach nur, wir haben den Kalender besser studiert als ihr, ja? Sondern es ist verbunden mit dem Kreuz. Gott verlangt nicht einfach nur Dinge von uns willkürlich, sondern immer, weil sie mit Jesus und seinem Wesen zu tun haben. Ja? Er möchte, dass wir Jesus und seine Erlösung besser verstehen, weil er möchte, dass wir erlöst werden. Nicht wahr? Das ist ja sein ganzes Anliegen. Also, das heißt, zurück zu Johannes 8. Jesus macht noch einmal deutlich, dass er Gott ist, dieser Name Ich Bin. Aber es geht noch weiter. Johannes 8 und dort in Vers 28. Wir sind noch nicht am Ende dieses Satzes oder dieses Verses.
Wir haben gelesen in Vers 28, darum sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr kennen, dass ich es bin. Und was ist der nächste Satz, den er sagt? Das ist interessant. Er sagt, ihr werdet erkennen, dass ich bin. Wolltest du sagen? Ich hatte eine Frage. Ja. Weiß ich, wenn Jesus wiederkommt, kann ich heute schon wissen, wie ich mich dann entscheiden werde? Ja. Also sagen wir so, wenn ich heute mit Jesus lebe, dann bin ich bereit, wenn Jesus heute wiederkommen würde. Wenn mein Leben heute Jesus übergeben ist, dann muss ich es natürlich morgen übergeben und übermorgen auch wieder und übermorgen auch wieder. Ich muss ja bei ihm bleiben. Aber wenn ich heute mit Jesus lebe und zwischen mir und Jesus kein Blatt passt und ich heute sterben sollte, dann muss ich ja vorbereitet sein. Ja? Die Bibel sagt, dass diejenigen, wenn Jesus wiederkommen wird, die ihm dann entgegengehen werden, die werden nicht sagen, ah, ich würde mich gerne für dich entscheiden, sondern die werden sagen, seht, das ist der Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Ja? Die werden sagen, wir kennen dich. Ja? Wir haben deine Stimme in der Bibel zu uns sprechen hören. Ja? Wir haben Erfahrung mit dir gemacht. Sie haben ihn zwar noch nie buchstäblich gesehen, aber sie kennen ihn. Ja? Und deswegen, glaube ich, kann ein Mensch heute wissen, dass er sich freuen kann auf die Wiederkunft, wenn er sich heute auf Jesus freut. Ja? Noch dazu? Ja, weil ich habe dann immer Angst so. Also ich denke mir so, ich würde mich freuen, wenn er wiederkommt. Aber dann habe ich immer diesen Satz, dieses geht weg von mir, ich habe euch nie gekannt. Ja, genau. Auf wen trifft das zu? Das trifft auf die Menschen zu, die anderen erzählt haben, dass sie Jesus lieben. Und weil sie dadurch Ansehen bekommen haben, die vielleicht Wunderheilung vorgetäuscht haben, weil sie dadurch Geld bekommen, aber die in ihrem Leben weiter an der Sünde festgehalten haben und eigentlich nie wirklich Jesus kennengelernt haben. Also Jesus kennt natürlich jeden Menschen in dem Sinne, dass er hat uns geschaffen, ja. Aber diese Menschen haben sich nie um ihn bemüht. Sie haben nur nach außen so getan, als ob sie Christen sind, so wie die Pharisäer Gott nicht kannten, oder? Die sagen ja auch, die Pharisäer haben so den Eindruck erweckt, als ob sie die Nächsten sind, die Gott ganz nah sind. In Wirklichkeit kannten sie Gott gar nicht. Als Jesus, der von Gott kam, über Gott erzählt hat, haben sie es gar nicht begriffen. Ja? Und das sind nicht Menschen gewesen, die sich aufrichtig um Wahrheit bemüht haben. Das waren Menschen gewesen, die eine Show gemacht haben, ja? die anderen etwas beweisen wollten, aber die sich nicht für Gott interessiert haben. Jeder Mensch, der sich aus eigenem Herzen für Gott interessiert, egal ob 10 Leute zuschauen oder keiner, ja, der in seinem stillen Kämmerlein sagt, Herr, ich möchte mit dir gehen. Ja, ich bin schwach, ja, ich bin gefallen, aber ich bin schwach. Aber ich glaube, du bist stark genug, ich möchte mit dir gehen. Den kennt Gott. Ja, und Jesus kennt ihn. Ja, da müssen wir keine Angst haben. Wenn wir erlebt haben, dass Gott in unserem Leben, also wenn wir erlebt haben, dass Jesus in unserem Leben schon gewirkt hat, wird er ja nicht irgendwann sagen, ich kenne euch nicht. Aber wenn wir ihm den Rücken zuwenden und sagen, wir wollen nichts mit dir zu tun haben, ja, das ist eine andere Sache. Ja. Die Bibel sagt in Amos 9, in der Sichtung, ja, es gibt dieses Bild von dem Weizen und der Spreu, man wirft dann den Weizen hoch und der Wind bläst die Spreu weg, ja, damit nur der Weizen übrig bleibt. Man könnte ja denken, vielleicht geht auch ein Stück Weizen verloren. Ja? Und da steht, auch das kleinste Körnlein wird nicht verloren gehen. Egal, ob ich ein großer Christ bin oder ein kleiner Christ, oder ein winziger, ja. Egal was für ein, aber Hauptsache ich bin ein echtes Korn. Wenn ich ein echter Christ bin, egal ob ich jetzt viel gemacht habe oder wenig, ein starker Christ bin oder eher so ein schwacher, ja. Aber wenn ich ein echter Christ bin, Jesus liebe, dann gehe ich nicht verloren. Wenn ich dagegen nur so tue, als ob, ja, dann kann ich nicht gerettet werden. Deswegen das Kreuz. Ja. Und niemand von uns weiß, wer von uns vielleicht nur eine Maske aufsetzt und wer wirklich in seinem Herzen Jesus nachfolgen möchte. Vielleicht auch ganz oft gestolpert ist, aber immer wieder aufgestanden ist, weil er gesagt hat, aber ich möchte mit Jesus gehen. Und Jesus hat ihm geholfen. Ja. Und ein echtes Körnlein geht niemals verloren. Also, nochmal zurück zu Johannes 8, Vers 28. Also Jesus sagt, dass ihr werdet erkennen, dass ich bin und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Das ist interessant. Auf der einen Seite betont er seine Gottheit, ja, aber er sagt nicht, und weil ich Gott bin, befehle ich euch dies und jenes und ich mache jetzt, ja, sondern er sagt, ich mache gar nichts von mir selbst aus. Also wenn es jemand gegeben hätte auf dieser Welt, der ohne Schaden für die Menschen
einfach seinen eigenen Willen hätte ausgelebt, dann Jesus. Aber Jesus sagt, der Gott ist, der alles kann und alles weiß, sagt, ich tue nichts aus mir selbst raus, sondern ich mache einfach das, was der Vater mir gesagt hat. Und das Krasse ist, wir, die wir Menschen sind, ja, die wir dann, wir wollen lieber dann tun, was wir wollen, nicht wahr? Und ich denke, das haben wir alle schon in unserem Leben erlebt. Aber Jesus sagt zwar, ich bin Gott, aber ich bin gleichzeitig völlig abhängig vom Vater. Er ist Gott und Mensch. Könnt ihr das sehen? Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Kein bisschen Stolz oder so, ja, ich bin mehr wert, sondern niemand, obwohl er der Einzige ist, der hier Gott ist, unter all den Menschen, die da stehen, ist er der Einzige auch, der sich ganz unterordnet. Und das ist interessant. Er präsentiert also beide Aspekte, ja, er ist Gott und gleichzeitig Mensch. Interessanterweise hat er fast das Gleiche schon mal in Johannes 5 gesagt. Schaut mal in Johannes 5 zurück. Johannes 5 und dort Vers 19. Johannes 5 und dort Vers 19. Dort steht, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und in Vers 30, ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Jesus hat nicht nur, das ist ganz wichtig, hat nicht nur in Gethsemane ausnahmsweise gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hat das immer gesagt. Das Besondere an Gethsemane ist, dass er es dann immer noch gesagt hat. Okay? Also Jesus hat nicht einfach sein Leben gelebt und als er dann plötzlich in Gethsemane vor einer Entscheidung stand, hat er gesagt, ah ja, nicht mein Wille, sondern dein Wille, sondern das war seine Grundhaltung. Und nur deswegen, es kommt ein ganz entscheidender Punkt, den wir jetzt predigt zu mir und zu uns allen. Nur deswegen konnte Jesus in der größten Krise seines Lebens sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille, weil er das schon geübt hatte. Er hatte das Tag für Tag geübt. Er hatte Tag für Tag geübt, Gottes Willen zu tun, sodass als irgendwann mal eine Situation kam, die so krass war, dass kein Mensch von uns jemals so erleben wird. Ja, so eine krasse Situation wird kein Mensch erleben, wie Jesus sie erlebt hat in Gethsemane. Weil niemand von uns die Sünden der ganzen Welt tragen muss, oder? Aber es war die krasseste Situation, die jemals ein Mensch erlebt hat. Und Jesus hat sich für das Richtige entschieden, weil er es geübt hatte. Und das ist ein bisschen auch ein Bild für uns. Die Bibel sagt, die Endzeit wird nicht einfach werden. Ja, da werden schwierige Entscheidungen auf uns kommen. Wie bereitet Gott uns vor? Indem er uns in schwierige Positionen bringt, die noch nicht ganz so schlimm sind. Ja? So überschaubar. In denen wir lernen, sich für Gott zu entscheiden. Ja? Gottes Willen zu tun, nicht meinen. Und in diesen kleinen Entscheidungen lernen wir uns vorzubereiten auf die große Entscheidung am Ende. Ich musste gerade so dran denken, weil du gesagt hast, Jesus hat sich von vornherein fürs Richtige entschieden. In jedem Film oder in allem, was Menschen so gemacht haben, ist ja eigentlich so, dass der gute Held ist erstmal verkackt, sag ich mal, und dann halt aber seinen Fehler gut macht und dann ist es so dieses Happy End. Aber Jesus hat das von Anfang an gemacht, das finde ich irgendwie cool. Das ist total interessant, sehr gute Beobachtung. Ja. Jesus, deswegen kann Jesus unser Erlöser sein, weil er nie einen Fehler gemacht hat, er musste nie irgendwas gut machen. Ja. Er hat Sein Kampf war noch so viel größer als unser Kampf. Ja? Niemand von uns muss direkt gegen den Satan kämpfen. Ja? Niemand von uns muss die Sünden der ganzen Welt tragen. Er wusste, die einzige Chance, die ich habe, dass ich von Anfang an Gottes Willen tue, nicht meinen eigenen. Und damit hat Jesus die Welt so auf den Kopf gestellt, dass noch 2000 Jahre später die ganze Weltgeschichte nach ihm benannt ist, ja? Vor Christus, nach Christus, dass Millionen Menschen ihn kennen und lieben, und dass Menschen für alle Ewigkeiten erlöst werden. Er hat den Satan besiegt, ja, auf dieser Erde. Ganz gewaltige Sache. Und es war nur möglich, das zeigt uns eigentlich, wie gut der Wille Gottes ist. Ich glaube, eines der Probleme, die wir alle haben, und ich auch, wir verstehen oft gar nicht in unserem eigenen Leben, wie gut eigentlich Gottes Wille ist. Ja? Denn wenn wir verstehen würden, wie gut Gottes Wille ist, wie perfekt er eigentlich ist, dann würden wir ihn immer machen wollen. Aber wir denken manchmal auch unbewusst, ich glaube, mein Wille ist gerade besser als Gottes Wille.
ja, was ich mir vornehme, ist irgendwie besser für mich. Ja, das ist ja das, die der Satan Eva gesagt hat, ja, Gott hat dir was vorenthalten. Aber Jesus wusste, er kannte Gott ganz genau. Und je mehr wir Gott kennenlernen, ich glaube, desto mehr werden wir verstehen, Gottes Wille ist besser als mein eigener. Ja, und das Beste, was ich machen kann, ist, wenn mein Wille mit Gottes Wille zusammengeht. So, Johannes 6, Vers 38, genau, Johannes 6, Vers 38, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Könnt ihr sehen, das kommt in Johannes 5, das kommt in Johannes 6, in Johannes 8, immer wieder. Das ist also ein Thema, das Jesus ihnen sehr deutlich macht, weil, wisst ihr was? Die Pharisäer, die haben zwar sich als gläubige Menschen bezeichnet, aber sie kannten Gott gar nicht. Ja? Sie haben nicht Gottes Willen getan, sondern immer ihren eigenen. Sie wollten die Römer vertreiben, ja, sie wollten dies und jenes. Und es ist auch schön, in 39 ist ja das, und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Mhm. Ja, genau, genau. Und dann sagt er ja, in Johannes 8 haben wir gelesen, wie mich mein Vater gelehrt hat. Habt ihr das gelesen, Johannes 8, Vers 28? Sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Jesus hat ich habe schon öfter darüber nachgedacht, eigentlich alles, was wir von Jesus hören, alle Predigten, die er gepredigt hat, das waren eigentlich die Worte von Gott, dem Vater. Jesus ist ja quasi das Sprachrohr gewesen. Also wenn wir verstehen wollen, wie Gott der Vater ist, müssen wir in die Bergpredigt hören. So ist Gott der Vater. Ja, und die Seepredigt, die ganzen Gleichnisse, die Worte, die Jesus hier der Ehebrecherin gesagt hat, so verurteile ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Das sind nicht Worte, die gesagt hat, ich, Jesus, mach das mal, obwohl der Vater das eigentlich gar nicht möchte. Sondern die Worte, die Gott der Vater der Frau sagen wollte. Versteht ihr? Deswegen sagt Jesus, ich könnte richten, aber dazu bin ich da. Ich bin dazu da, die Worte zu sagen, die mich mein Vater gelehrt hat. Und die Worte, die er gerade gesagt hat zur Ehebrecherin, war, geh hin und sündige nicht mehr. So verurteile ich dich auch nicht. Schaut mal mit mir in Jesaja 50. Das zeigt aber auch, dass Jesus ganz viel, sage ich mal, in der Bibel, der damals ja sehr gut gelesen hat, denn so kannte er die Worte des Vaters. Da kannte ja, er ganz, auch, was ja, ganz genau. Sind. Dazu kommt natürlich, er kannte die Worte Gottes auch, weil er schon beim Vater gewesen ist. Ja? Aber er kannte das gesamte Evangelium aus dem Alten Testament. Er hatte noch keinen Römerbrief, noch keinen Galaterbrief, noch keinen Epheserbrief. Er hatte 5. Mose und Jesaja und Zacharia. Da erkannte das Evangelium. Es war das gleiche Evangelium wie im Römerbrief. Ja? Nur heutzutage sind die Christen so verblendet, dass sie das nicht mehr sehen im Alten Testament. Jesaja 50, Entschuldigung. Jesaja 50 und dort Vers 4. Jesaja 50 und dort Vers 4. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Ja? Er weckt morgen für morgen. Ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Ein anderes Wort für Jünger. Was ist ein Jünger? Was ist ein Jünger? Ein Nachfolger, genau. Oder anderes Wort, ein Schüler. Ja, ein Schüler, also, weil damals sind die Schüler nicht zur Schule, also sie sind einem Lehrer nachgefolgt, ja, um von ihm zu lernen. Das ist ein Schüler. Eigentlich müsste man müsste eigentlich, das würde, glaube ich, viel verändern in unserem Denken, überall, wo in der Bibel Jünger vorkommt, einfach Schüler einsetzen. Ja, sagen, ich bin ein Jünger, ja. Ich bin ein Schüler. Ich lerne was. Würdet ihr sagen, dass Jesus ein guter Lehrer war? Ich würde sagen, er war der beste Lehrer aller Zeiten. Aber dieser Vers sagt, er war ein Schüler. Er war deswegen der beste Lehrer aller Zeiten, weil er ein Schüler war. Nämlich, wie oft hat er gelernt? Wann ist er zur Schule gegangen? Jeden Tag, jeden Morgen, bevor er irgendwas anderes gemacht hat, hat er erst einmal gelernt. Und habt ihr gesehen, was er hier sagt? Er hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wüsste. Also, warum hat er von Gott gelernt? Wozu? Einfach nur, damit er klüger wird? Sondern damit er einem anderen Menschen helfen kann, der müde ist. Er hat jeden Morgen Andacht gemacht, in der Bibel gelesen, nicht einfach nur, weil das eine Pflicht war, man muss ja Bibel lesen, sondern weil er selbst von Gott, dem Vater, hören sollte, wie kann ich am besten den Menschen helfen? Wie kann ich ihnen ein gutes Wort mitgeben? Wie kann ich sie befreien von einer schlechten Gewohnheit? Wie kann ich ihnen zeigen, dass die Sünde vergeben werden kann? Wie kann ich ihnen Hoffnung geben? Wie kann ich ihnen Mut machen? So hat er die Bibel gelesen, jeden Morgen. Und Gott hat ihm die Dinge gezeigt und er hat sie gepredigt und sie stehen heute noch in unserer Bibel, 2000 Jahre später.
Und das ist natürlich ein Vorbild für uns, weil wir sind zwar nicht Gott, aber auch wir können Schüler sein, oder? Ich würde mal sagen, niemand von uns hat so viel gelernt von Gott, dem Vater, wie Jesus gelernt hat, als Mensch. Er ist zwar Gott und unendlich weit über uns, aber gleichzeitig hat er sich viel mehr von Gott abhängig gemacht, als wir das normalerweise tun. Und das finde ich so interessant. Das ist wirklich interessant. Er hatte also eine offensichtlich ganz innige Beziehung. Jetzt kommt ein ganz toller Vers, den wollen wir heute auf jeden Fall noch schaffen, auch wenn wir heute ein bisschen länger gebraucht haben. In Johannes Kapitel 8, Vers 29. Johannes 8, Vers 29. Schaut mal das. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Also, Jesus ist nicht nur der, der von Gott gesandt worden ist, der von Gott alles empfängt und gelehrt worden ist, sondern Gott begleitet ihn bei seinem Werk. Jesus zeigt eigentlich hier, wie ein Mensch leben kann. Jeder Mensch kann von Gott lernen, seinen Auftrag empfangen, aber Gott gibt uns niemals nur einen Auftrag und sagt, sag das den Menschen, mach mal das und jenes, setz dich da ein, sondern Gott gibt uns einen Auftrag und dann geht er mit uns mit. Jesus sagt, ich bin nie alleine. Auch wenn seine Familie ihn verlassen hat, nicht wahr? Haben wir mal gesehen in Matthäus 12, wo die dann sagen, du bist ja von Sinnen. Selbst wenn seine Jünger ihn nicht verstanden haben, er hat sich nie alleine gefühlt. Er hat zwar oft keinen Menschen gehabt, der ihn verstanden hat, aber er wusste immer, Gott ist mit mir. Denn ich tue, was ihm wohlgefällt. Und das ist eine interessante Sache, die im Alten Testament angedeutet wird. Schaut mal in Jesaja 42. Jesaja 42 und dort Vers 1. Jesaja 42, ab Vers 1. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählte, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Könnt ihr sehen, dass es um Jesus geht? Was macht Gott hier mit ihm? Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte. Mein Auserwählte, an den meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Also hier sagt Gott, ich habe ihn nicht nur losgeschickt, mach mal, ich erhalte ihn. Schaut mal in Vers 6. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Also Jesus hat gelesen, dass Gott der Vater ihn erhält, dass er seinen Geist ihm gibt, dass er ihn bei der Hand nimmt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich glaube, das Bild ist uns gar nicht so bewusst, dass Jesus selbst durchs Leben ging und das Gefühl hatte, Gott der Vater nimmt ihn bei der Hand. Und das, obwohl er Gott war. Und wenn Jesus als Mensch, der Gott selbst war, den Eindruck hatte, das Beste, was ich im Leben tun kann, die ganze Zeit an Gottes Hand zu gehen, an der Hand meines Vaters, damit ich keinen Fehler mache. Und er ist die ganze Zeit an Gottes Hand gegangen, er hat die ganze Zeit gehört, was Gott gesagt hat und er hat das Leben von Millionen Menschen verändert. Er hat selbst nicht mal gesündigt. Er war an Gottes Hand. Er hat an Gottes Hand ist er gegangen. Noch ein Vers in Jesaja 49. Das ist auch ganz toll. Jesaja 49 und dort ab Vers 4. Jesaja 49 und dort ab Vers 4. Das heißt es, ich aber hatte gedacht, das ist auch wieder Messias, ich habe mich vergeblich abgemüht und meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht. Also wenn man sich das Leben von Jesus anschaut, hat man oft das Gefühl, er hat so viel gepredigt und so viel gemacht und die Leute haben doch nicht an ihn geglaubt oder haben ihn abgelehnt. Aber jetzt kommt's. Doch steht mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Israel aber wurde nicht gesammelt und doch wurde ich geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott war meine Stärke. Also Gott sagt zu ihm, auch wenn du keinen Erfolg hast, die Israeliten alle zusammenzusammeln, ja, auch wenn sie dich ablehnen, ich bin deine Stärke. Und du bist geehrt.
Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Also selbst dann, wenn man aus menschlicher Sicht den Eindruck hat, es ist alles umsonst. Als Jesus am Kreuz von Golgatha hing, hat er kaum Leute, die ihm noch unterstützt haben. Selbst seine engsten Mitarbeiter sind alle geflohen. Es sah fast so aus, als ob er umsonst gearbeitet hatte. Aber Gott hat ihm versprochen, ich bin bei dir. Ich lasse dich nicht allein. Und selbst als die Sünden der Welt auf ihm lagen und deswegen eine Trennung zwischen ihm und Gott, dem Vater, gemacht haben, nicht wahr? Wo war Gott der Vater? Direkt neben dem Kreuz, sagt Ellen White. In Dunkelheit gehüllt. Es war eine Trennung da, ja, wegen der Sünde. Ja, die Sünde trennt. Die war real, die Trennung. Deswegen sagt Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn ich in meinem Himmel bin, dann werde ich fragen, ob man das Bild sehen kann, ob das möglich ist, wie Gott der Vater in der dunklen Wolke empfunden hat, als er so nah wie möglich kam, wie er konnte. Und sein geliebter Jesus gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie ihm das wehgetan hat, was die Sünde angerichtet hat und dass er das trotzdem durchgestanden hat. Ja, das ist nicht nur, dass Jesus gelitten hat, Gott der Vater hat gelitten. Er hat sowas von gelitten, weil diese Sünde, die er nicht erfunden hat, Jesus nicht erfunden hat, ja, bewirkt eine Trennung, die sie für alle Ewigkeiten immer zusammen waren, jetzt auseinander getrennt sind. Und Jesus weiß nicht mal, aufgrund dieser Sünde, er weiß nicht mal, ob der Vater noch bei ihm ist, obwohl er bei ihm ist. Er sieht ihn nicht mehr, er spürt ihn nicht mehr. Die Trennung ist real. Ja. Und das alles nur, damit diese Sünde von uns genommen werden kann. Ellen White sagt, das Herz des Vaters hat den Preis bezahlt. Interessanter Satz. Golgatha, nicht wahr? Das Herz des Vaters hat den Preis bezahlt. Gott, der Vater, hat so gelitten. Soweit es ging, war er selbst dann bei Jesus, auch wenn Jesus es nicht mehr fühlen konnte. Und das zeigt uns, dass wenn Gott sagt, ich bin bei dir, ich möchte bei dir sein, dann ist das ganz, ganz, ganz real. Schaut mal noch in Jesaja 50, dann enden wir gleich. Jesaja 50 und dort Vers 4 haben wir schon gelesen. Vers 5 haben wir auch gesehen. Und dann heißt es in Vers 6, meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Mit anderen Worten, der Messias würde auch enormen Widerstand bekommen, ja, brutalen Widerstand. Aber, Vers 7, aber Gott der Herr wird mir helfen. Darum muss ich mich nicht schämen. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein, denn ich wusste, dass ich nicht zu Schanden würde. Jesus hat sich nicht ablenken lassen von dem Spott oder von den Morddrohungen oder von all den Dingen, die ihm entgegengeschlagen sind, weil er wusste, Gott ist mit mir. Wer mit Gott ist, ist immer in der Mehrheit. Und dann sagt er hier, schaut mal, in Vers 8, der mich rechtfertigt, ist nahe. Wer will mit mir rechten? Lasst uns miteinander hintreten. Wer will gegen mich Anklage erheben? Er trete hinzu. Und jetzt wird es interessant, weil dieser Gedanke wird nicht nur von Jesus gesagt. Wisst ihr, von wem er noch gesagt wird? Schaut mal in Johannes 8, damit enden wir heute. Römer 8. Römer 8, Vers 33. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage heben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. So wie Jesus sagen konnte, Gott ist mit mir, wer will mich anklagen? Können Gottes Auserwählte, das heißt wir, sagen, wer will mich anklagen? Jesus steht auf meiner Seite. Gott ist mit mir. Und wenn der Satan kommt, um mich anzuklagen, wenn andere Menschen den Finger auf mich zeigen, dann kann ich sagen, Jesus ist im Himmel mein Fürsprecher. Jesus ist bei mir. Und ich wünsche mir, nächste Woche werden wir dann weiterschauen und anschauen, was das bedeutet, wenn Jesus sagt, ich habe alle Zeit das getan, was ihm wohlgefällt. Ja, das ist eine Bedingung dabei. Aber diese Idee, dass Jesus durchs Leben ging und niemals alleine war, weil er wusste, Gott, der Vater ist bei ihm. Und jeder, der in Jesus ist, mit Jesus verbunden, hat genau die gleiche Erfahrung. Denn Gott ist immer da, Gott, der Vater ist immer da, wo Jesus ist.
Und wenn wir bei Jesus sind, sind wir da, wo Gott der Vater ist. Wollen wir noch gemeinsam beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen. Danke sagen, dass du viel besser bist, als wir das oft in unserem Kopf uns überlegen. Dass du für uns da bist, egal ob wir es fühlen oder nicht, ob wir gerade daran denken oder nicht. Und Herr, wir möchten auch die Dinge tun, die dir wohlgefallen. Wir möchten diese Erfahrung haben, die Jesus gehabt hat, dass er Tag für Tag an deiner Hand gegangen ist und von dir gelernt hat. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.